Darf ich vorstellen? Kolmar Schulte-Golz. Hallo. Ich würde euch auch vorstellen, aber wie heißt ihr? Ich bin die Silvi. Und ich bin der JD. Abkürzung von Jan Dirk. Mhm. JD. Ja, das hört sich aber cool an, JD. It's international, isn't it? Ja, ne, das ist sehr cool. Wie kommt ihr an so ein komisches Ding da? Ja, ich bin ja Schreinermeisterin und habe bei einer... toll. Ja. Einer meiner Wunschberufe. Ja, ich habe es gemacht. Und ja, noch alle Finger dran. Ja, Und noch alle Finger dran. Ja, Glück gehabt bisher. Genau, also ich habe da eine Beratung für eine ältere Dame gemacht, die musste umziehen und hatte ihre ganze Wohnung voll mit Raritäten. Das habe ich sehr bewundert und vor lauter Dankbarkeit hat sie mir dann dieses kleine Ding geschenkt. Ja, und sie wusste aber selber nicht, was es ist und ich auch nicht. Hat sie auch keine Geschichte zu erzählen, nein, ne? Finde ich aber toll, wenn du Schreinerin bist. Was mag er dann machen? Ich bin Steinmetz und Steinbildhauermeister. Wow. Wow. Also zwei Sensationsberufe, da kann ich nur gratulieren. Das finde ich ganz, ganz toll. Beides bewundere ich. Sehr. Mich hätte ja noch eins interessiert. Ja. Machen Sie auch Gemeinschaftsarbeiten? Also ein tolles Holzgestell und dann eine Marmorplatte drauf oder so? Auch. Wir kombinieren natürlich auch. Sehr schön. Denn dieses hier, das, was wir hier vor uns haben, ist auch eine Gemeinschaftsarbeit von ganz vielen. Es ist ja ein ungewöhnliches Ding. Mhm. Es sieht aus wie ein kleiner Altar, so eine Art kleiner Flügel- oder Klappaltar. Und es ist auch aufgebaut wie ein Altar. Im Unterbau haben wir hier also das, was man sonst die Predella nennt, wo ein Bild meistens zu sehen ist. Dann gibt es die beiden Flügel. Da ist klassischerweise die Werktagsseite nicht sehr dekoriert. Die innere Sonntags- oder Feiertagsseite schon sehr. Und das ist auch in diesem Beispiel so. Jetzt ist es so, dass beide Flügel hier mit einer lateinischen Inschrift ausgestattet sind. Das bringt uns schon näher, was darin zu finden ist. Und wir sehen im Hauptteil etwas, was wie eine Sammlung wirkt. Und zwar eine Lipsanothek. Und die Lipsanothek ist ein merkwürdiges Wort, das mit den Überbleibseln zu tun hat. Also man kennt häufig den Begriff der Reliquie. Hier sind es aber scheinbar ganz viele Reliquien, die in einzelnen Säckchen eingelassen sind. Wir haben also insgesamt 16 kleine Einheiten, die uns offenbart werden. Und jeweils sind diese Reliquien gehüllt in sehr schöne alte Stoffe. Das sind Stoffe, die zum Teil, wie ich das denke, aus dem 18. Jahrhundert stammen. Vielleicht können sie auch ein bisschen früher sein, aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts. Und diese Stoffe sind dann vorne noch einmal mit einer Banderole geschmückt. Und diese Banderole offenbart jeweils den Namen eines Heiligen oder der Zugehörigkeit zu einem Heiligen. Also unter anderem war hier was zu lesen, dass hier was von einem Gewand von einem Heiligen stammt. Also es ist vielleicht keine direkte Reliquie darin, sondern es kann auch eine Berührungsreliquie sein. Ganz auflösen können wir das nicht, weil wir jetzt ja nicht anfangen, diese kleinen Säckchen aufzumachen und genau zu gucken, was da drin ist. Denn ich habe jetzt große Ehrfurcht vor dem tollen Objekt, was Sie da mitgebracht haben. Und da werde ich natürlich jetzt nicht zum Zerstörer werden und da genau hineinschauen, was da drin ist. So, ich bin platt. Ich auch. Ja. Und ich bin ja neugierig. Ich würde es ja gerne auspacken. Ne? So, jetzt wissen wir, was das ist. Wir wissen sogar in etwa, wie alt es ist. Ja, Wahnsinn. 18. Jahrhundert, Teil 1700 irgendwas. Was möchtet ihr haben dafür? Also bevor ich das wusste, habe ich gesagt, alles, was unter 50 Euro ist, das bringt mir nichts. Dann nehme ich es lieber mit nach Hause, weil es eine schöne Geschichte ist. Mhm. Ja. Jetzt wäre schon schön, wenn es über 50 Euro ja, ist. Ja, ich bin auf jeden Fall auch ein bisschen überfordert und sag mal so auf 100 Euro. Ja. Wird Silvis bescheidener Wunsch übertroffen? Diese Beischriften hier, die damit zu tun haben, dass der 149. Psalm benannt wird, mit seinen Versen, wo es darum geht, dass die Heiligen in Herrlichkeit gepriesen werden sollen und dass sie ruhen, das hat natürlich hier nochmal mit dem Kontext zu tun. Das habe ich vorhin nicht erwähnt. Also beides gehört perfekt zusammen. Es fehlt obendrauf was. Und zwar so eine Art Aufsatz. Das werden Sie als Schreinerin auch bemerkt haben. Irgendwie ist hier kein Abschluss dabei. Ja. Und dieser Abschluss, der kann irgendwie ausgesehen haben. Dafür fehlt mir jetzt die Fantasie. Ich kann es Ihnen nicht erzählen. Und das werden unsere Händler vielleicht auch sehen. Trotzdem, das Stück ist etwas sehr Rares. Ich bin ganz dankbar, dass Sie es mitgebracht haben. Und der Preis ist hierbei schwer zu nennen, aber ich bin bei 1.700 bis 2.000 Euro. Wer hat schon mal eine Lipsanothek? Ja, du hättest mir das vorher gesagt, hätte ich gesagt, die sammeln Lippenstifte. Ja, da kannst du mal wieder ganz tolles gucken. Objekt. Ja, Wahnsinn. So, ihr Lieben, danke schön, dass ihr da wart. Danke, dass ich euch kennenlernen durfte. Danke auch. Ein englisches Lieblingsstück. Da geht's rüber. Vielen, vielen Dank, viel Erfolg. Tja, Julia, das ist barock. Sieht so aus, das ne? ist alt, ja. Also anscheinend sind das
Ist das eine Apotheke? Nee, das wird wahrscheinlich Reliquien sein. Reliquien, genau. Ach, okay. Die sind auch alle bezeichnet, beschriftet. Und es ist ja aufgebaut wie so ein Altar. Mhm. Hausaltar, ein kleiner. Ja, genau. Ich gehe mit der Erwartung rein, also mit der geringsten Erwartung rein, dass es wirklich nur dieser Minimalbetrag ist, mit dem ich hier hingekommen bin, weil ich so von der Expertise geflattet bin. Und deswegen kann alles andere nur noch super werden. Salothek ist nicht nur antik, sondern auch sehr selten. Da sollte das Interesse der Händler schnell geweckt sein. Willkommen. Hallo. 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 Ja, sehr schönes Stück mitgebracht, ne? Aus selten. Dem letzten Italien-Urlaub oder aus dem Südtirol-Urlaub? Nein, das ist so eine Art Geschenk von einer ehemaligen Kundin. Mhm. Genau, und jetzt habe ich es. Jetzt haben Sie es. So ein kleiner Hausaltar mit Reliquien. Mhm. Genau, also die Expertise hat ergeben, dass es eine Lipsanothek ist. Lipsanothek, das ist eine Ansammlung von heiligen Reliquien und stammt so aus dem 18. Jahrhundert, vielleicht auch sehr frühes 18. Jahrhundert. Die Texte in den Innenseiten der Flügel ist Latein. Ja. Ist jetzt gerade nicht unsere Stärke. Können Sie dazu was sagen? Er hat gesagt, also es ist auf jeden Fall, deutet die Inschrift auf den Inhalt hin, dass es halt den Heiligen gepriesen ist, die in Ewigkeit ruhen. Ich weiß nicht, ob der Wortlaut aber das ist stimmt. Okay. Das passt aber. Das passt ja super. Wäre das wirklich komplett, hätten Sie da wirklich eine Top-Antiquität. Wirklich. Ja. Das ist immer noch gut, um Gottes Willen. Das ist ja auch sehr rar und selten, wurde gesagt. Ja, definitiv. Ich starte mit 200 Euro. Und ich starte mit 350 Euro. Okay. Gucken Sie uns alle so an, womit jeder verstartet. Ne? Ja. Also nach der Expertise fände ich es ja schade, wenn wir es wieder mitnehmen würden. War sie so gut, ja? Ja. War deutlich höher, ja. Ja, also ich sage Ihnen, wenn da oben die Bekrönung drauf wird, zahle ich Ihnen da vierstellig für. Das ist keine Frage. Ja. Aber so ist es halt ein bisschen schwierig. Christian, was ist denn mit dir? 400. Ja, Münster ist doch sehr gläubig. 500 von mir. Also die, ich sag das jetzt einfach, die Expertise lag bei 1,7 bis 2. Sehen wir das? 7 bis 2, da ist ja jetzt schon vierstellig, merke ich gerade. Ja. Ohne die Begrünung. Ja. Dann machen wir mal weiter. 600. Also ich bin da nicht mehr bei. Ich glaube, wir kommen da gar nicht, wir kommen nicht in die Richtung, ne? Weil das ist so exorbitant vom Preis. Also vielleicht, also, ja. Mach doch mal weiter. Ja, ich hätte noch 800. So, es geht ja schon mal. Manchmal muss man ihn so ein bisschen drängen. Ja, oder jetzt bist ja du dran. Ja, mach ich 850. So. Kommen wir denn da überhaupt hin? Nee, hat das also, überhaupt? Das ist ja die Frage. Genau. Wenn Sie mir 1000 geben, dann lasse ich es auf jeden Fall hier. 1000 Euro. Okay. Ja, prima. Dann komme ich nach vorne. $200, $400, $600, $800, $1,000. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Kommen Sie gut nach Hause, ja? Danke. Viel Spaß beim Ausgehen. Dankeschön. Danke. Ciao. Ja. Natürlich tolle, ehrliche Patina. Super. Wirklich. Ich bin auch glücklich.